So! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Tja, also, wir wollen zur goldenen Sonne. Nein, zum goldenen Sohn. Oder zu dem. Ach so. So, heute, das letzte Mal hatte Colin ja total beschissen gespielt, ey. Hat echt bemüht. Steff meinte gerade, ich war schon wieder dran. Das meine ich bei jedem Spiel irgendwie. Immer wenn wir anfangen, bin ich automatisch dran. Ja. Genau, da hatten wir den Baumstamm runtergeschubst. Kommst noch nicht rüber, aber da oben sind Blätter, die kannst du wahrscheinlich zerschnibbeln. Oder kannst du da den Wasserfall springen? Nee, war das nicht so, dass wir diese Fähigkeit bekommen haben, womit wir die Blätter wegmachen? Genau. Das heißt wieder zurück. Da oben, ist da, wo wir gerade runter sind. Das sieht sehr nach einer Höhle aus. Ganz schlecht sind. Was für eine Pizza? Okay! Eine Pizza. Steff, hast du eine Pizza da? Nein. Spinach. Hast du Pack oder so? Nein. Kekse? Nicht mal das. Was glaube ich denn? Chili habe ich Kekse da. Oh, guck mal, lecker. Hui! Goma-Höhle. Gibt's hier Goma-Mon mit den marschierenden Fischen? Oh, nö. Marschierende Totenköpfe. Nee, Lichthaupt. Das ist ganz klar marschieren. Brennender Kopf. Guck mal, der die ganze Zeit. Speeden ist glaube ich wieder, ne? Ja. Was ist? Wo? Speeden ist glaube ich die rechte untere Schultertaste, ne? Ah, das muss also gedrückt werden. Kennt ihr das Bild? Nebulak lernt Kung-Fu-Schrei. Nebulak muss eine Attacke vergessen. Nebulak verlernt Horrorblick. Es guckt ganz süß. Ach so, ja. Ja, stimmt, es guckt immer so fix. Geist und... Nicht, wenn es Horrorblick vergessen hat. Das ist gut. Das ist aber das ist ein Skelett-Teil noch. Ja, doch, das ist jetzt so ein Skelett-Teil noch einfach nur. Also, da kann man nichts sehen. Von Ivan kannst du ganz gut Dings benutzen einfach. Ivan! Genau, du kannst Ivans Dings benutzen. Oh, Synergie. Ivan nochmal. Keine Ahnung. Ja, kommen wir einfach mal. So. Blitzstrahl, komm, Blitzstrahl, Finkai. Hatten wir glaube ich schon gesehen, aber egal. Ja, warum war das ein Finkai Blitzstrahl? Ja, weil Ivan ist, glaube ich. Ja, Mann. Achso. Okay, das erklärt einiges. Ivan Chu. Bei Garrett kommt gar nichts raus, vielleicht ein Belege oder so. Aber da kommt nochmal dieser speckige Bürgermeister vom Städte. Windseher. Alles toll. Ja! Sehr schön. Boah, drauf, ja. Ein super Anfang. Das ist ja alles schön speckig. Da kommst du wohl nicht rüber. Das ist nur, weil ich mal das Bienen ausprobieren will. Ja. Alles ist die Schuld vom Bienen. Wirbelwind! Juhu! Wieder abgeht. Ich werde ja eine richtig fette Blitzschwäche. Wieso? Das ist verschwunden. Wieso nicht? Ich glaube, da warst du eben schon richtig auf der Seite. Einfach nur runtergehen auf der anderen Seite. Runter. Nee, runter. So, das andere runter. Ja, ich dachte, du meinst oben runter. Nicht schlecht. Genau, du sollst hochgehen und gleich wieder runter. Das war ein Steffen. Feuer. Das meinte er. Ja, okay, was Feuer ist das und da? Flamme. Ein Typ mit dicker Erdbeben kommt. Ein Typ, der einen Hosenzieher bei sich gemacht hat. Was? Über seinen Kopf und das Skelett ein. Ach so. Wiener findet gerade einen Namen für die. Ach so. Guck mal, dafür war ein extrem Hosenzieher. Hui, hui. Sieht spaßig aus, da so hoch zu springen. Ja, und das über seinen Kopf drüber. Oh, ein Heilkraut. Ah ja, sind jetzt echt Zeit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, direkt davor noch, Alter. Zwei der Höhle in der Höhle. Unterhosen und ein... Ja. Einer, der oben ohne ist, weil er cool aussieht. Oder warum das? Fisten die sich auch selbst so sehr? Ich weiß es nicht. Der eine hat sich selber gegessen. Hallo, Lassi, ja? Jeder hat so seine Freunde. Oh, Garrus ist so langsam, ne? Ja, er ist langsam, Steffen. Deswegen lass du ihn auch sprechen. Oh, danke, das ist sehr freundlich. Was? Irgendwie ist Wächter geworden. Genau, das ist deutlich stärker. Ja, Garrus war jetzt, glaube ich, Level Up. Oh, 29 Münzen läuft. Ich werde Garrus wird bei jedem Level Up dummer. Anstatt was dazu zu lernen, oder? Wenn man Hirntod ist, ist es ohne den Zombie dann. Der muss Hirnzellen noch anwenden, dass er aufsteigen kann. Pilze mögen und Hosen, Guys. Oh, nein. Ivan ist voll schnell. Grollen! Was, Schokolade? Schokolade! Hast du gerade Schokolade gesehen? Windseher! Ja, mit oder mit ohne? Jetzt ist Dings.
interessiert mich jetzt mal. Status? Und unsere kleinen Digimons. Irgendein Wächter, was weiß ich. Stahl, was machen wir? Er ist ein Abfalleimer. Was ist, wenn wir unseren Gin öfter kämpfen lassen? Wird er dann auch stärker? Müssen wir den immer einsetzen jetzt bei Gin? Also nee, das hat glaube ich damit nichts zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, wie viel Energie du für Gins übrig hast. Wie oft du die halt benutzen kannst. Also. Aber da stand so Level noch. Vielleicht gibt es verschiedene Level von denen, ja, weil da stand jetzt keine EP mit bei oder so, wie viele die brauchen. Ja, Jin, 0 von 1 ist anscheinend, keine Ahnung. Level ja, wir 5. haben gerade, wir vielleicht, vielleicht wie viele, du kannst ja mehrere aus. Willst du nicht erstmal da oben noch alles abgucken? So. Ja, ich dachte, wir... Ja, ich weiß es nicht. Kannst auch einfach runtergehen. Kann auch sein, dass die mit uns mitleveln, weil wir sind auch gerade Level 5. Ja, ja. Ich mach Rückzug. Nee, Feuer gegen die werden du. Wieso? Na, weil Feuer. Venus. Ach, schau mal, schau mal. Wirbelwind. Wiesel. Voll gut. Wiesel. Entschuldigung. Kleingeld. Kleingeld. Auf Automaten. Kleingeld. Das sind Tricksteller. Die müssen mit Kleingeld. Wow. Das ist ja voll auf dem Tisch. Da oben kannst du nachher hin. Verschieb schon mal die Statue, oder? Dann kann man sich so neu verbinden. Natürlich, ich traue Garrett nicht, deswegen mache ich das. Miau. Ja, sicher, sicher, ne? Ja, musst du ja immer mehrfach. Sowas liebe ich immer. Weiß nicht. Habe ich da nicht direkt vorgeschlagen? Oh, Zombie. Tomaten-Zombies. Die verbrenne ich immer. Die wurden halt einfach Tomaten, weil sie so rot sind. Weil Ivan der Magier ist, machen wir normal. Ja, genau. Ivan am besten normal angesagt, wenn man sich klettern will. Wow, geil, voll mit anderen zu sich. Nee, alles klar. Cool. Warum hat er überlebt? Das ist der Unterhosenbeist. Na Mann. Der hat schon der ist schon abgehärtet gegenüber Schmerzen. Los, jetzt könnt ihr mich foltern. Na los, foltert mich. Jetzt wollt ihr es noch. Das ist so Pokémon, die Steine verschiedene Stärken. Bei Pokémon geht's schneller. Ja. Na, wobei beim ersten muss man den auch hier erstmal neu ansprechen. Ja, aber... Oh, hä? Plötzlich geht's auch ohne? Oh, man kann die auch so verschieben. Okay. Okay, ja. Coole Sache. Hast du da drüben auch dieses eigenartige Tier gesehen? Ich habe dagegen gekämpft, aber es ist geflohen. Als ich in dem Ort zurückkehrte, war es wieder da. Ich frage mich, ob das was Lieblingsplatz ist. Freilich. Leider hat er noch einen Schiss abgelassen, ne? Ja, da. Geil, ja. Heute auch. Skelett-Heil. Los, Angriff! Mit dem pinken... Speed-Griff. So, ja, nicht schlecht. Das Doofe ist, ich muss halt immer alles nochmal mit A bestätigen. Das ist halt... Dann ich hab den gedrückt und dann mit A muss ich die ganze Zeit mashen und dann überdrücke ich. Joa, ist ja nicht so schlimm. Kannst du Steuerung B bestätigen, man. Das hier läuft doch zack. Bei den Schwächlingen ist eh egal, einfach Angriff fertig. Wenn da mehrere sind, vielleicht auch Feuer. Feuer. Flamme. Oh, oh, die Tomaten-Zombies zu dritt. Vielleicht tanzen sie auch so cool. Ja, sie machen immer. Waren zu lange in der Sonne, Mann. Ja. Sonnenbrand. Und du hast nicht endlos PP. Auch die heilen sich doch ständig, also habe ich wirklich endlos PP. Wieso hast du jetzt den Wind nur auf die äußeren Sonne? Weil der mittlere immer am meisten, weil den, den man auswählt, kriegt man immer am meisten Schaden. Und deswegen, ich habe den rechts gar nicht ausgewählt mit den anderen beiden. Deswegen nochmal den stärksten Angriff drauf gemacht. Und da muss man, glaube ich, die Pornofäden. Boah, da sind wieder die Socken. Oh, cool. Die Socken stehen auf die Tomaten-Zombies. Ja. Das ist sehr lustig aus, wenn so eine Socke sich über den Kopf von so einem Tomaten-Zombie stülpen würde. Würde die sich über den Unterhosengeil stülpen. Hey, doch später was, ne? Ding, ja, genau, über sein Ding. Kannst du das Ding vielleicht zu dir ranziehen? Nee, das musst du wegschieben. Jetzt brauchst du ja gerade das Bauch mit der Kraft, wenn man jetzt genau. Dann mach ich. Das war alles cool. Okay. Und dann wieder zurückschieben und die Truhe holen. Genau. Ich kann auch den hier noch wegschieben. Naja, aber erstmal die Truhe willst so. Echt darunter? Klar. Jetzt ist er, glaube ich, irgendwo. Stimmt, jetzt ist er da unten in dem Fluss drin und man kann da jetzt. Scheiße. Kannst du das Ding auch komplett runterwerfen? Nee, das weiß ich. Nee, das geht nicht. Nee, geht nicht. Dann wieder zurück. Wieder links.
Oh, eine Truhe, ich bin so aufgeregt, was ist da wohl drin? Pokéball. Ups, ein Garrett. Nö. Eine Handvoll Sand. Ein Glücksmedaillett. Ein Glücksmedal. Warum geht der immer alles an Garrett? Ja, ist echt der letzte Dumm. Hier, Garrett, du bist meine Bitch. Trag das mal für mich. Vielleicht ist Garrett auch zu blöd, um das zu verlieren. Ja. Oh, er steckt umgedrehte in Psychologie. Das ist deshalb nicht echt. Achso, ja. Oh. Okay, was haben wir? Aber nein, tut dann niemals. Naja, wir müssen schon Garrett's Anus suchen. Wo ist dein Anus, Garrett? Boah, Triple Kill. Das ist ziemlich kann geil. Man hier runter? Nein, geht nicht. Viel zu hoch. Oh, sehr schön, sehr schön. Achso, ah, da ist er. Ach cool, voll der Shortcut jetzt. Nice. Da kommen wir jetzt zu dem Wind vielleicht hin. Jawohl. Genau, da kommen wir zum Denken. Du bist mein. Was? What? Oh, oh. Und müssen wir den kämpfen, um Mars zu gewinnen? Ja, Mars. Wahrscheinlich ist er ja gar nicht. Feuer ist bestimmt nicht gut, dein Gin. Weil es der Gin des Feuers ist. Nimm dein Gin einfach. Ja, no, der ist bestimmt auch mächtig. Ach nee, das war der Angriff, ne? Wo war denn der... Ich glaube am anderen, der Garrett. Also nee, ich habe ihm ja ihn gegeben. Ich meine nur, irgendwie gab es ja noch dieses Beschwören oder so. Mach einfach Kiesel. Dann mach einfach Kiesel. Mm. Und er hat ja keine Zeit. Naja, es ist... Genau. Ich mach Blitz. Ich warte erstmal den ersten Angriff an. Ab Blitz vor euch. Bam. Bam, noch mal. Soll ich das hier vorspulen? Oh, oh, miau, beinahe vielleicht tot. Nicht so immer so viel. Aber ab und zu, die Angriffe kennen wir ja siehst schon. Siehst du da so rufen bei ihm? Venus. Ich kann, oder? Erstmal einmal ganz kurz. Ja, das haben dann plötzlich alle, dass wir das rufen. Anscheinend kann jeder jeden rufen, okay. Aber bei mir mache ich erstmal auf sich selbst dran. Ja, kann Venus rufen kommen. Ja, mach ich. Einfach mal. Oh, ist Venus. Schon lange her. Boom. Oh, das war Venus mal. Oh, geil. Seine Erdkraft steigt um 10. Das bin's voll bei ihm. Ja, weil er bei Dings mehr gebracht. Wegen ja. 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 Ivan ist, glaube ich, der Schreckliche. Ja. Wenn der halt bei Ivan diesen Teufel hervorgerufen hat, oder hat er den nee, das ist nur so oft, wie ich halt diese Erdkugel-Dinger, die oben bei der Anzeige auch nochmal angezeigt werden. Wer tut jetzt Garrett? Nee, Garrett hat... Garrett ist zu viel um zum Sterben. Nee, der hat viel zu viel... Dummheit. Tod will ich nicht. Nee, Trottel könnt ihr behalten. Er ist Feuer, vielleicht ist er schwach gegen Erde. Weil wenn so Steine auf dem Feuer fallen, dann geht's aus. Das macht voll Sinn. Ja. Also wenn große Steine... Auf Boden ist sehr viel tief gegen Feuer, Pokémon, Logik und so. Ja. Na, Wind wäre doof. Weil Wind ist macht das Feuer noch stärker. Ich verstehe deine Logik. Komm jetzt stirbt doch. Was ist das nicht? Ich wollte gerade sagen. Haben wir Blatt bekommen und 85 Münzen haben wir es auch noch abgezogen. Okay. Er ist gekommen. Ja! Voll ins Gesicht! Der Mann. Ja, weil Garrett auch Feuer. Du hast es! Wow! Das ist sorry. Halte die Augen nach anderen Sanat offen. Und ein Fastgrafi. Das Gute ist, man kann die eigentlich an jeden ausrüsten, egal welches Element die haben, aber meistens macht eher mehr Sinn halt denen, die auf Feuer oder was weiß ich. Genau. Geben. Die kriegen dann ja noch einen Bonus. Dings okay. Hat ja du. Ja, aber Dingens, du kannst halt das Rufen kannst du mit jedem machen, egal wer den ausgerüstet hat. Das heißt, du kannst auch dem Feuer irgendwie ihm geben und dann mit Garrett den rufen. Ja. Achso, ja, dann kann ja mal kurz gucken, was kann der überhaupt. Esse! Halt die Fresse. Steht das hier irgendwo? Hebt Teamattacken durch Feuerwut. Okay, Bananen. Schmetterschlag, spaltet Felden. Wenn die draufklicken ist, dann kann ich Wünde tauschen gehen. Nochmal zu den Gins gucken und sehen. Ja, Status vielleicht. Na. So, da kann man jetzt noch direkt bei den Gins gucken. 104 Kraft und 114 Widerstand, oder? Ja, so, ach ja, das, ich glaube, das ist, welches Level
Also jetzt zum Beispiel bei ihm, der ganz rechte, hat Level 5 bei ihm, die anderen haben alle Level 0. Bei ihm hat alles, was Erde hat, Level 6 und bei ihm hat alles, was Feuer hat, Level 6. Das heißt, der geil ist mit dem Level, sollte man zu dem packen. Das ist wohl, das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch einen vierten Charakter, dass wir dann vierten Charakter wahrscheinlich als Mädel wieder Tier sind. Warte, ach ja, ja, die ist ja nicht mehr. Mal sehen. Marius, ja, so viele rote Kugeln wie ich habe, kann ich halt den. Ja, das macht Sinn. Jeder, ich glaube, oder? Jeder kann den halt rufen. Ups. Was ist ja gerade nicht noch Esse? Ja, Esse ist es auch. Da steht jetzt ja aber Mars. Mars. Ja, das ist ein Mars-Viech. Achso, ein Mars-Viech namens Esse. Genau. Alles klar. Die sind ja auch nach den Planeten benannt. Nee, nach den Göttern, bitte. Ja, von mir aus auch nach den Göttern. Boah, das waren nette Zombies. Zombies, mag. Sie wollen uns nicht fressen, das ist schon mal nicht für ein Zombie. Ja, voll der Sonnenbrand, ey. Oh. Oh, beheben, das macht Herz, ey. Ach, oh, voll das, Kommt der rüber, springt? Ich will das mal hochgehen. Ja, ich wollte mal kurz gucken. Warum? Achso, ich hab's gehört zum Schotter. Okay. Ah, macht voll Sinn. Ja, aber immer mal gut zu gucken. Von einem brennenden oder Schiene. Muss ich komplett tun. Das kann ja auch ein Schiene sein, also alles. Klingt mal witzig, wenn man vorspeedet. Ja. Lauf! Forest, bleib immer schön auf dem Weg, dann wirst du nicht angegriffen. Ja. Ja. Du weichst die ganze Zeit vom Weg ab. Oh, jetzt sind wir draußen. Und dann würde ich sagen, bevor wir die Stadt wirklich betreten. Nein, kannst du ruhig bleiben. So. Aber einmal abspeichern, die Folge ist nämlich schon wieder lang genug, finde ich. Oh, jetzt habe ich mit dem Baum gesprochen. Was sagt er? Warte. Irgendwie sieht er aus wie ein lebendiger Mensch. Oh, oh, oh. Ey, der sieht auch so aus wie der von Zelda, der sich in den Baum verwandelt. Das ist ein Baum. Alles klar, an der Stelle danke ich mich dann fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.